Ich denke mal, dass bei mir die Nervosität auch nicht weggeht, sage ich mal, bei jedem Wettkampf. Manchmal denke ich mir halt auch schon so, okay, fuck, man darf jetzt zum Beispiel keine Fehlstarts bei uns machen. Halt, sprich, du darfst jetzt halt nicht vor dem Schuss, darfst du ja Zu nicht früh, loslaufen. ja. Und wenn du das tust, dann bist du halt disqualifiziert. Und Bist das, dann direkt raus? ja, dann bist du halt direkt Beim raus. ersten Versuch? Ja. Ja, ich glaube, ich habe das mal gesehen, wie Bolt irgendwie das verhauen hat oder Genau, so, das ne? war 2011 zum Beispiel, da ist er halt direkt rausgeflogen. Ja. Ich dachte mal, Und drei Fehlversuche. das ist zum Beispiel was, das ist beim Zehnkampf, Ach so, denke ich okay. mal. Das sind halt so, wenn du 100 Meter, Stabhochsprung, alles, also 10 Wettkämpfe, nein, 10 Disziplinen, wenn du die alle zusammen hast. Okay, Da hast aber. du zum Beispiel beim Sprint drei Versuche. Okay. Aber jetzt allgemein jetzt nur Sprint, 100 Meter, da hast du nur, also hast nur diese eine Chance. Und ja, also ich habe Nein. mal, ich glaube, letztes Jahr in der Hallensaison habe ich einen Fehlstart gemacht, da war ich in Chemnitz. Bin dann halt, war ich halt richtig abgefuckt. Das war halt so dieses, das war halt wirklich richtig, richtig unnötig, ne? Oh Mann. So, der hat nicht mal geschossen und ich bin einfach rausgefallen. Ich denke mir so, Digga, du bist da Digga, du hingefahren, bist vorbereitet. hingefahren. Zum Glück hatte ich am nächsten Tag noch einen Wettkampf in Leipzig, wo ich da keinen Fehlstart gemacht habe. Aber das war so unnötig, dieses. Mein Trainer guckt mich auch so an und sagt so, ja, wir sprechen später und so. Ich dachte mir so, Digga, was ist das, Digga? Ich gehe dahin, ich geh dahin, ich bin nicht mal gelaufen, ne? Ich habe mich warm gemacht, alles und so. Das ist wie einfach, wie du vergleichst das mit Fußball. Du vergleichst das so mit Fußball. Das sind so die ersten 2 Minuten und du machst einfach so einen richtig groben Foul und kriegst einfach die rote Karte, Digga. So richtig unnötig, so. So richtig, richtig unnötig. Und seitdem habe ich auch schon so, ich sag mal, Angst, halt Dass sowas Fehlstarts nochmal zu passiert. machen. Aber ich sag mal, nach Wettkampf zu Wettkampf lernt man schon damit so umzugehen, mit seiner Nervosität. Das heißt, man ist trotzdem nervös, aber man lernt damit Genau, umzugehen. halt. Okay. Also man, ich sag mal jetzt nicht, dass ich jetzt, dass die Nervosität gar nicht da ist, nur Ja. ich weiß halt, wie ich damit zu umgehen habe. Hast du Ja. da Ich wollte Tricks gerne. oder Tipps, um da irgendwie umzugehen mit? Musik hilft einem, Musik also hilft dir? ja, also Musik hilft mir sehr, sehr Aber doll. kein Heavy Metal oder so, dann ruhige Nein, Musik. nein, nein. So, ich höre, keine Ahnung, Drake, Kanye West, Okay, so, also Musik. Entspannt ja, ist einfach. Okay, Musik. ganz entspannt Musik, die mich halt so runterbringt, wo ich halt auch so, ich sag mal, in mein Tunnel Vision bin. Okay. Und ja, dann versuche ich mich halt auch so aufzubauen, sage ich mal, auch wenn halt schon so, ich sag mal, so negative Gedanken kommen, versuche ich mich halt schon trotzdem so aufzubauen, zu sagen, so, ja, das machst du jetzt halt einfach, du gibst einfach dein Bestes. Ich mache mir jetzt nicht so viele Hoffnungen darauf, okay, dass ich jetzt halt den Lauf gewinnen muss, weil dann mache ich mir halt selber Druck, sondern ich versuche halt einfach entspannt zu bleiben, so einfach die Sache Okay. ganz entspannt zu sehen und ja, Von wegen, ich dann, habe das tausendmal trainiert, so genau. dass ich kann das ja eigentlich. Genau, und da hilft auch sehr doll auch mein Trainer. Er Ja. kommt halt auch immer, vor jedem Wettkampf kommt er halt immer zu uns, also zu unseren, also jetzt zu mir und auch zu meinen Teamkameraden. Spricht dann halt immer zu uns, auch manchmal einzeln und sagt halt einfach so, Jungs, ihr habt das immer wieder gemacht, entspannt euch, mach einfach das und das und danach wird es wieder gut gehen und alles. Und das hilft auch schon ganz gut. Habt ihr da Mental Training oder sowas auch noch? Das macht ihr irgendwie sowas? Vom Verband können wir uns Mental Training, also jetzt so Sportpsychologen Ja. besuchen, aber ist jetzt nicht so sonderlich nötig, sage ich mal, Nein. jetzt Hast du gerade. schon mal Also jetzt auf Lehrgängen waren da welche, haben wir Ja. es mal ausprobiert, aber jetzt, ich denke mal jetzt nicht, dass es für mich so wirklich hilfreich ist, Nee. sage ich mal so.